Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge Minecraft Freunde. Jetzt schon wieder seit ein bisschen längerer Zeit. Ich glaube, das letzte Video kam am Samstag. Entschuldigung auf jeden Fall mal dafür, das hat ein bisschen länger gedauert, aber ich hatte momentan ein bisschen Klausurenphase so. Ich mache ja nebenbei noch eine Abendschule. Das haben auch schon ein paar Leute von euch gefragt in den Kommentaren. Sprich, ich gehe nebenberuflich noch zweimal die Woche zur Schule und da hatte ich jetzt momentan Klausurenphase. Deswegen hatte ich nicht so die Zeit, jetzt gerade ein Video aufzunehmen. Aber heute kommt auf jeden Fall wieder ein Video und heute geht es darum, dass wir bei Ben seiner Minecraft-Olympiade mitmachen. Ich hatte das ja auch vor ein paar Tagen, beziehungsweise glaube ich jetzt vor einer Woche ungefähr auch, habe ich ja mal eine Olympiade veranstaltet. Und so wie ich mitbekommen habe, möchte Ben sowas in der Art irgendwie anders auch machen. Wir werden uns einfach mal drauf einlassen und mal gucken, wie wir da abschneiden werden. Oh. Hola! Osengambe, Mambe, Ada. Hey! Ich lade euch alle herzlich ein zur Benson-Olympiade mit vier kreativen neuen Spielen, die ihr alle noch nie gespielt habt. Na, wobei das eine, okay, eins habt ihr schon gespielt, aber die anderen drei noch nicht. Stinkerheimer hat auch Bock. Ich mach Shader aus. Ich mach auch Shader aus. Ich brauch PvP, Texture Pack. Ich muss alle mit Shader spielen. Nein, das sind schon kreative Sachen. Das ist jetzt nichts PvP-mäßig. 16x16 Texture Pack. Also, das heißt, das Lustigste... 16x16 ist Vanilla, Fabi. Ist nicht 32x32 Vanilla? Nein. Ja, ich bin mir eigentlich auch... Na, weiß ich nicht. Es sind ja. Ich hab's gerade nachgezählt. warte. Ja, nee, sind 2. Sind 16. Der hat sich wirklich 1, 2, 3, 4. Sind 45. Mann, 45 wilde Zahl. Folgt mir alle unanständig. Nee, unauffällig. Unanständig mache ich das auch. Oh. Mm. Der Verlierer wird vom Projekt gebannt. Vier Spiele sind vorbereitet. Spiel Nummer 1, die Sprengschätzung. Oh nein. Jeder nimmt sich mal, jeder stellt sich mal hier an so eine Tafel, bitte. Also ich mache nicht mit, ich bin der Moderator. Warte mal, sterben wir davon? Nein. Also ihr könnt ja sicherheitshalber hinter den Bruchstein stellen. Können wir alle? Ah ja, ich bin ein Mann. Bett ist vielleicht. Das ist mein Bett. Ja, jetzt hast du es ja abgebaut, jetzt bringst du selbst ja auch nichts mehr. Das ist mein Bett, das kostet ein Logo, stell ein Bett hin. Ja, okay. Dö-dö-düm. Aber ihr werdet nicht sterben, also es geht ja nicht um Sterben. Ich hab eh nur eine Lederrüstung an. Du musst mir einen Diamanten geben. Warum hast du nur eine Lederrüstung? Hab ich nicht, ich hab Fullport 4 an. Okay, ja, Intro. Wir beginnen bei Elina. Okay, warte. Oh Gott, Mann. Hallo, ich bin Elina und ich hasse Takis. Hallo. Fabi. Hallo, ich bin Fabi und ich bin höchst motiviert. Okay, Logo. Hallo, ich bin Logo und ich habe Lust, das hier zu gewinnen. Ja, okay. Und Gambo? Oh. Hallo, ich bin Gambo und ich hau die Rekorde am Boxautomaten weg. Lass mal boxen, Gambo, komm her. Okay, also, wir beginnen von schwach und werden immer stärker, jedenfalls so, wie ich es jetzt schätze. Kategorie 1, TNT. Ich erkläre euch, wie es funktioniert. Ich habe kein Feuerzeug. Warte, ich muss improvisieren. Das war's doch mit den Spielen, Leute. Willkommen. Hat wer von euch irgendwas, womit ich hier so Dinger zünden kann? Oder starten kann? Ich kann einen Knopf machen. Oh ja. Also ich werde das jetzt zünden. Ihr müsst auf eure Tafel, bevor ich das Ding halt zünde, schreiben, wie viele Betonblöcke. Ihr könnt euch vorstellen, das geht halt nach unten, aber halt nur in dem Kreis. Also gelber Beton zählt nicht. Nur alles, was in diesem Rahmen ist, nach unten und auch nach links, rechts, ne, und hinten und so weiter. Wie viele Blöcke wird das TNT kaputt machen? Das könnt ihr zum Beispiel draufschreiben, eine 5. Ne, okay. Macht 5 Blöcke kaputt. Aber also nach unten hin ist auch... noch mehr TNT verbaut? Nein. Da drunter ist aber schon Beton, hier, ne? Das geht richtig nach unten. Hier ja, okay, okay. Okay. Ich habe die exakte Zahl tatsächlich. Ich habe das auch schon ausprobiert. Darf ich auf das Feld, um zu rechnen? Nein. Warte mal. Wer hat hier so eine schnelle 11 geschrieben? Alle was schreiben, alle schreiben. Warte. Ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, wie ich das rechnen soll. Das soll man nicht rechnen, du sollst schätzen. Schätzen. Ja, was denn für rechnen, das kann man nicht ausrechnen. Also die wird zu niedrig sein, Elina, also als kleiner Tipp, aber... Also Moment. Vermute ich jetzt mal, ich bin jetzt auch kein Minecraft-Studierter, aber... Hab die Zahl umgedreht.
Was ist das? Was soll das für eine Zahl sein? Neun. Sieht man doch. Was ist das für eine Klaue? Oh, jetzt habe ich meine Zahl gesagt. Das musst du nochmal ändern. Boah, Fabi weiß ich nicht. Alter, das ist ein TNT, ne? Okay. Warte, also, warte, nee! Keine, hört doch mal auf, immer zu reloggen. Was soll das denn, ne? Ja, okay. 25 war geschrieben. Nee, das ist meine Fußballnummer. Das passt besser. Ja, okay. Wir zünden das Ding, Leute. Elina, Abfall. Nein. Was hat denn der andere hier? 16? Nein. Oh. Ich denke, das ist es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, es ist ein TNT. 35, damit geht der TNT. Punkt an Fabi tatsächlich. Tatsächlich, ja, ich hatte sogar noch mehr. Ich wollte hier wieder so bereinigt. Jetzt ist halt Erde, der hat eine andere Blast Resistance, ich sag nur als Tipp. So, Kategorie 2 ist eine... Boah, so eine Mine? Eine Mine. Boah, ich glaube, die schallert einen anders da weg. Die Erde bleibt jetzt hier, ne? Ja, ja, Erde bleibt. Boah. Ich hoffe, das springt nicht die Tafeln weg. Jeder muss sich seine Zahl auch zusätzlich merken, bitte. Was ist, wenn ich das nicht kann? So. Ich habe Bens Alter genommen. Ich habe auch Bens Alter genommen. Jogi, ihr habt die gleiche Zahl sogar. Hä, wir hatten doch in der ersten Runde die gleiche Zahl. Hatten die echt, ey! Okay, warte. Von wegen der Blastresistenz. Andere. Oh, ich glaube, ich bin gut dabei. Nein, noch nicht machen lassen. Mann. Wer hat da platziert? Irgendjemand hat das gerade in einem Block platziert. Ja, ich hab. Aber das hier wurde doch gerade. Achso, okay. Ja, das war ich. Nee, ich hab nur Feuer weggemacht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nein! Ja! Ja! Dann haben Elina und Gambo den Punkt. Ich hab auch mal Punkte. Ja. Und jetzt eine Atombombe. Jetzt mal. So, kapitalisch. Nee, das sprengt die ganzen anderen Spieler. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht. Claymore. Oh, die habe ich noch nie gezündet. Nicht reinlaufen, ne? Nicht reinlaufen. Kann irgendwer sagen, ob die besser oder schlechter ist als die Mine? Nee, kann Ahnung, irgendwer sagen, ob der Server das aushält? Klar, ich habe schon öfters einen in Flo's Feld hochgehen lassen. Oh, der weiß das. Der ist Experte, nee, da muss ich nochmal reloggen. Ja, boah. Hallo, Gambo hat schon wieder gecleared. Ohne clearen und ohne gucken. Ich hab nicht geguckt, aber ich muss... Oh, warte, dann muss ich kurz aus dem F5 rausgehen. Ja, ich... Ja, okay, ich weiß halt jetzt, was Logo gemacht hat. Ich schätze... Hab ich doch mit der Mine gemacht. Ich schätze mehr. Zu Ryan Cole geändert. Ich schätze 22. Ich laufe jetzt rein, ich opfer. Was hat denn 25, 22, 20, 26, okay. Okay, hoffentlich überlebe ich. Das war ein bisschen... Oh mein Gott, nein. Obwohl, warte, doch! Nein, der hat 26, das ist Gambos Punkt. Mann, ich wollte erst 30 sagen, Gambo, Mann! Gambo, hast du auch dein Alter genommen? Oh. Ja. Halt wirklich. Hä? Also, ja, Gambo hat gewonnen, da ist mehr als 26. Ah ja, super. Punkt geht an Gambo. Also Gambo 2, Elina nicht 1, okay, ja genau. Wenn das Logo wirklich der Explosionsmeister mit seiner Atombomben ist, schwache Leistung, würde ich sagen. Boah, Logo, lässt dir das gefallen? Aber ich bin ja auch der sofort einfach eine Zahl da drauf schreibt. Ja, Gambo hat auch dreimal korrigiert und das wieder abgeguckt. Ich hab einmal, du brauchst gar nicht zu quatschen, du hast... Hallo, lass mich in Ruhe, sonst boxe ich dich. Schreiben, Leute, und nicht gucken und nicht... Ach, Ich hab schon lange geschrieben. Nein, Fabi, du hast geguckt. Ich hab's im Augenwinkel gesehen. Junge, nein. Ja, was soll ich? Ich hab mich halt umgedreht. Logo, mach das zu schnell. Ich vertraue jetzt Logo einfach mal. Aber ich würde auch krachen gehen, glaube ich. Tada. 40. Und 40. Oh, oh. Ich hab hier gute Chancen. Ah, nee, Logo hat. Ja, der hat Logo. Der hat am meisten. Oh. Logo hat jetzt schon. Was kann ich machen, glaube ich. Ja. Ja. Er hat das Brettchen weggesprungen. Nee, weggesprungen. Bei mir stand 55 drauf. Bei mir stand. Guck mal, das waren jetzt schon 30. Hä, ich hab 56. Einen Scheiß hattest du, Alter. Logo hat den Punkt. Ja.
Nice. Damit geht das erste Spiel raus mit Elina Ich hab Farbe geschrieben. Ja, okay, komm, ich vergrab mich. Nee. Ja, komm, wirklich. Ist nice. Ist nice, wirklich, ey. Das war der wichtige Punkt für Logo für den Anschluss. Gambo Spitzenreiter, Elina stark angefangen, stark nachgelassen. Auf zu Spiel Nummer 2. Kategorie Nummer 2. Dieses Teil kann man drehen, dann verlängert sich das Redstone-Signal und wenn du es eine Runde gedreht hast, geht die Redstone-Lampe an. Man muss dreimal die Lampe anmachen. Man kann gedrückt halten, aber es ist langsam. Man muss schnell drücken. Wenn man dreimal, wenn das dritte Mal die Lampe angeht, hat man gewonnen. Ist K.O.-System. Okay. Das heißt, zuerst würde ich sagen, Gambo gegen Elina, Fabi gegen Logo und dann Sieger gegen Sieger. Boah. Check. Warte, darf man das... Wenn man eine Runde gewinnt, kriegt man einen Punkt. Wenn man das Finale dann nochmal gewinnt, kriegt man... Kann man einmal ganz kurz testen? Dreimal muss leuchten. Dreimal muss leuchten. Könnt, du bist im Test. Okay. Ich will auch mal. Also das dreht sich, denke ich, so schnell, wie man drückt. Mit einem kleinen... Ich muss meine Maus dann in die Hand heben zum Jittern. Also ich hoffe, dass es so schnell dreht. Ich hab's jetzt... Kann nicht so schnell drücken. Ich konnte es nicht so testen. Okay. Oh. Die Ausgangsposition. So. Oh, ich bin richtig nervös, ne? Obwohl ich gar nicht dran bin. Fertig. Los. Oh, Elina jittert wirklich. 2, 3. Digga. Setz dich wieder hin, wirklich. Die war voll schnell vorbei irgendwie. Okay. Elina hat auf jeden Fall krank rasiert. Elina ist, glaube ich, richtig ausgelaufen. Damit kommt Elina eine Runde weiter. Das Elina hat schon mal einen Punkt sicher hier. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so eine, ja, du musst aber schon resetten, Fabio. So, ich bitte. Ist das nicht? Ach so, nach unten. Ich dachte, das war gerade resettet. Ich fange bei der Hälfte an. So ein Foto-Finish, Alter. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Boah, nein. Fabio war voll. Mann. Ja. Habt ihr abgebrochen? Hallo. Also mal zurück, oder? Das wird wirklich hier mal akkurat gemacht. Die Einstellung ist. Ja, ist. Auf die Plätze, fertig, los. Nein, ich hab mich verklickt, nein. Ich hab meinen Bogen in die Hand genommen, ich hab meinen Mausrad gekompelt, och Mann. Boah, jetzt sind die dann gelogisch. Mach erstmal Gambo und ich, oder man nicht? Man kann also bei einer Kategorie drei Punkte holen? Ach so, hä, ich dachte, es geht jetzt hier noch um Loser Bracket. Scheiße, man wird doch nicht dafür belohnt, dass man verliert. Hä, aber dann kriegen die doch 2 Punkte und wir 0. Ja, Gambo hat doch auch gerade 2 Punkte in dem Spiel gewonnen. Am Ende gibt's doch PvP. Okay. Am Ende wird die ganze Zeit. Lina, Alter, lach mal da nicht. Entschuldigung. Auf die Plätze. Fertig. Mann, ich war eine Enttäuschung. Lina führt leicht. Elina holt das. Boah, Elina. Alter, der letzte war krank bei Elina, der dritte, Junge. Zweite, dritte war gefühlt. Ich bin enttäuscht von meiner eigenen Leistung. Boah, 2 Punkte. Elina, wie hast du das gemacht? Hast du deine Maus getaped oder wie sieht's aus? Ich spann kann Jitter klicken. Und dann... Brrr. Mann, dass ich da meinen scheiß Bogen aufgenommen habe, ey. Wie viel gibt's denn? Wie viele Spiele? 4, das ist das dritte. Warte mal. Kisten. Ich bin letzter. Man muss sich hochbauen. Man darf nicht den... Cobblestone-Bereich verlassen. Pause. Man muss auf das Amethyst-Ding laufen, nicht springen. Also man muss genauso hoch sein wie das Amethyst-Ding. Man darf aber immer nur eine Truhe im Inventar haben. Ihr dürft jetzt nicht alle abbauen und euch gerade hochstacken. Man darf immer nur eine im Inventar haben. Wir müssen uns also damit hochbauen mit den Kisten jetzt. Ja. Nee, nicht bauen, tragen. Also wenn ich nehme dann jetzt eine weg, zum Beispiel, und lege die dann hier. Ihr dürft die Kisten nicht abbauen. Legt sie dann jetzt hier hin? Genau, nur das ist halt außerhalb vom Cobblestone und man darf natürlich nicht die benutzen, die... Achso, also wir müssen innerhalb vom Cobblestone bleiben. Ja. Okay. Darf man macht es eine Treppe zu bauen oder wie? Ja, eine Treppe macht man da. Und dann müssen wir bis auf die Ebene des Amethysts. Warte mal, muss eine Treppe bauen? Ich mach's also euch vor, also. Und das ist jetzt Pflicht. Tag. Und das reicht? Ich kann die nicht nehmen. Man darf nicht one-stacken einfach? Nein, immer nur so tragen. Okay, das habe ich schon verstanden. Gehen. Du kannst doch nur immer eine nehmen. Na, das ist ein Betriebsgeheimnis. Nee, darf man aber auch nicht.
Ja, okay. Aber man muss auf der G-Ebene sein von dem Amethyst. Also nicht, dass man drauf springen kann, sondern man muss das vielleicht... Das ist die Höhe, die du halt mit der Taktik einfach erreichst. Okay. Das habe ich auch gechoked und habe mich verzählt, dann improvisiere ich. Klassiker. Also die Kiste muss auf der gleichen Ebene mit, ja, ja, mit dem Amethyst andocken. Du musst also so gehen, einfach rübergehen können aufs Amethyst. Okay. So, alle ready? Ja. Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Erstmal eine Kiste in die Hand genommen. Hallo! Nein. Ich kann die nicht nehmen! Ja, man muss ein bisschen Profi aussehen. Ich bin dumm. Hallo, ich fahr hier runter. Boah, Logo, Gambus aber eng. Wie nehme ich denn eine Kiste und wie nicht? Mann, Digga. Aber Logo hat Ausbrüche. Nein! Ich hab ganz dumm gebaut. Der Logo, das ist gerade das Logo, das will ich studieren. Erster Platz Logo. Würde ich sagen, kriegt 2 Punkte. Verdammt, ich komme hier nicht mehr hoch. Ja, das. Hab ich ja Stress? Stress! Ich komme hier nicht mehr hoch. Abi Zweiter, ja. Gambo, da müssen wir wohl mal ein paar mehr Kisten bewegen. Anders alles nicht mehr. Du musst auf eine Ebene fallen, wie willst du es denn noch versuchen? Meine Güte, ey. Ich so, oh, okay. Herr Logo, das sind dich wieder anders studiert. Ja, also genau ich genommen so sind die gut. Halt außerhalb vom Bruchstein, ne? Ach so, ja, warte mal dann. Aber du hättest doch einfach übereinander. Ja, ja, ja. Ich bin auch da. Na, wobei, also, na, eigentlich. Na, okay, Lina kommt halt betrogen, egal. Ich hab. Mein Buff für dich. Ja, egal. Ja, dann, ich bin jetzt wieder im Bruchstein. Das passt ja dann jetzt. Zwei Fabi ein. Och. Gambo war übel gut am Anfang, aber dann. Ja, aber ich hab danach irgendwie auf meinem Kopf weitergemacht. Also ich hab eine Treppe gestackt, die ich nicht mehr hätte hochlaufen können. Das war ein bisschen nervig. Ja, das hab ich auch gemacht. Ich weiß gar nicht, also was man machen muss, damit man die trägt und wann man die öffnet. Das ist einfach nur irgendwie. Man muss auf einer Ebene sein. Ne, ich hab die alle von oben getragen immer. Ich hab schon Techniken, musst du von oben anvisieren meistens. Also ich hab da 15 Mal eine Kiste geöffnet. Viel schießen. Oh! Ich würde sagen, machen wir auch K.O.-System. Habt ihr alle? Also ich hab einen Bogen mit. Ich hab einen Bogen mit. Na, da machen wir hintereinander. Übrigens, ich hab nur einen Zielblock gecraftet, weil ich kann aber noch mehr. Na, wir können ja so, jeder macht auf den ersten, wer raus ist, ist raus und wenn alle vorbei sind, setzt du den Block auf den zweiten Block. Ja, aber da muss ich jedem meinen Bogen geben. Ich hab einen Bogen. Ja, aber. Ja, weil die schießt, meiner schießt anders. Hä, warum schießt denn deiner anders? Ja, dann nehmen wir alle Fabi. Hast du einen stinknormalen Stand? Ja, also der ist halt mit Stärke, aber das ist ein ganz normaler Bogen halt. Ja. Okay, dann nehmen wir alle. Dann nehmen wir nacheinander Fabis Bogen. Okay. Ja, ich will aber nicht anfangen. Der schießt anders, den nimmst du nicht. Okay, ja, let's go. Fabi beginnt. Ich will hinter der Ziellinie das Teil treffen. Und dann gehen wir immer weiter nach hinten. Ruck! Oh. Stark. Hat der habt ihr Pfeile? Nee. Warte hier. Ich möchte meine Pfeile aber schon wieder haben. Hast du Pfeile? Ich hab Elina Pfeile gegeben, die kann sie sonst auch wieder droppen. Die hier, oder? Die gehen doch auch klar, oder? Nee, die treffen. Ja, Elina hat Pfeile von mir, ihr könnt auch die Elina von Elina shoot. Soll ich nochmal? Ja. Achso, hast du sogar schon. Hat sie schon. So. Pass auf, ich zeig euch. Nicht den nehmen wir nicht. Raus! Raus! Ja, Chiri! Ich wollte die auf jeden Fall drauf schießen, oder? Ey, ja, das müsste doch. Oh. Ja, danke, die haben alle mich getroffen. Cool. Jetzt habe ich gar nicht geschossen. Ach, Gambo. Oh, das war knapp. Spaß. Mann! Das war doch drauf. Was war das denn? Logo ist dran. Gambo, ein Schlaganfall? Schlaganfall? Pfeile? Ich musste husten. Wer hat denn meine Pfeile von euch genommen jetzt? Sorry, dass der hat den nächsten gespannt. So. Die alle getroffen, so. Krieg ich meinen Bogen und meine Pfeile wieder? Wer immer meine Pfeile hat? Ja, ich hab noch Pfeile dabei. Sonst. Ich sag jetzt, verkackt schon der Erste. Ach, danke. Ich hab Pfeile für dich. Ja. Jetzt verkackt. Oh Mann, warum muss ich eigentlich immer anfangen? Du hast Let's angefangen. Go. Hast du die so ausgesucht? Nee, ich wurde ausgesucht. Du bist der Auserwählte. Oh. Die Reihenfolge ist ja schon offen für jeder.
Vielleicht kann ich mich erdrücken. Wenn ich bin. Boah, das sah bei mir übelst danach aus, als ob der nicht drin war am Anfang. Ja. Also war schon getroffen, aber ich meine. Gambo. Sei bloß vor. Oh Mann, Digga, warte mal, der ist nicht! Der ist nicht! Nee, nein. Der ist nicht. Was? Der ist nicht. Ich war rangezoomt. Der ist da nicht. Der ist nicht. Der ist rübergeflogen. Ich hab ihn. Ja, ja. Ja, der ist rübergeflogen. Also bei mir ist er auch bei rübergeflogen. Bei mir sah das auch so aus, als wäre der stecken geblieben. Real Talk jetzt. Ja, es geht ja nicht um Aussehen, Gambo. Aber ich hab halt gezoomt. Bei mir ist er auch rausgeflogen. Ich hab da keinen gesehen. Aber wo soll aber da muss er ja irgendwo hier hingeflogen sein. Der ist hier nirgendwo. Na, ich muss dazu sagen, ich bin hier rübergelaufen. Ich kann ihn auch aufgesammelt haben vielleicht. Rot. Boah, weiß ich nicht, also ich würde sagen raus, aber. Also ich, bei mir ist er auch rübergeflogen. Ich will keinen. Und ich stand ja auch hier vor allem, ne? Also ich sag raus, Gamma, tut mir leid. Weiß ich nicht. Ich hab eigentlich rangezoomt und da war nichts. Lina hat gesehen, dass ich getroffen bin. Schon mal nicht letzter jetzt! Der Schiri hat gar nichts. Ja, okay. Aus. Spaß. Okay, weiter. Logo. Oh, hier. Das wäre cool gewesen, wenn zumindest die finanziellen Mittel da gewesen wären für 4 Stunden nochmal. Ich muss mich mal ganz kurz aufwärmen. Ja, das ist alles bei der Sniper-Weifel! Ich sag daneben. Benjamin. Schieß doch. Mit Zeit ja auch. Oh! Oh, knapp. Ein gutes Rosch bringt nicht höher als es muss. Lina. Okay, okay. Lina sah ich trifft. Holt sich hier den Sieg. Sagst du? Ja, ja. Ich zoome da so ran, wirklich. Oh ja, okay, aber der war gut. Oh, der war stark. Stabil, stabil. Oh! Oh, gerade. VR! Oh, gerade. Ja, krass, Digga. Das war wirklich noch knapper. Warte mal, Dafür hast du doch bei der Mine gewonnen, Gambo. Ja, Gambo, ich kann nicht so unterschätzen. Ich mach mal hier mir mal so einen Steg, ne? Das machen die Menschen. Okay. Kann ich? Ja, let's go. Oh, oh. Das trifft er nicht, sag ich. Nein! Oh! Mann! Warum hast du doch nicht mit mich beliebt, Ben? Der hat's Auge gemacht. Lina trifft. Hallo! Bitte nicht. Die trifft wie den Einer muss treffen, sonst haben wir keinen Sieger. Das wird halt, geht halt wieder los. Hö, dann hast du gar nichts getroffen, wenn du schon geschossen hast. Ja, hör, du hast geschossen, da steckt gar also da, dann war das wohl eine Pflaume. Nee, hier ist... Aber wo soll der Pfeil sein? Dann schaut mal hier hinten, bitte. Das ist, dann ist das hier ein Bug. Aber hier kam gar nichts an. Nee, ich sag dir Lina raus. Hier kam nichts an. Der war drin? Ich hab da nichts gesehen. Aber guck mal, wenn Logo auch nicht trifft, dann müssen wir alle nochmal machen. Ja, sagt der überhaupt nicht geguckt hat. Ich hab geguckt. Nee, der... Neben. Boah, war knapp. Mach direkt nochmal Logo. Mach nochmal, normal. Mal und normal. Normal, normal, normal. Aber nimm mal. Hä? Bei mir kam schon wieder nichts. Der war drin. Bei mir ist nichts. Das ist, stellt euch mal dahinter die Linie. Ihr steht auch wieder vorne. Kann das sein? Ja, aber der muss ja da eigentlich auch ankommen. Der Culling ist, weil bei mir ist der in der Luft despawned. Ich konnte den nicht mehr sehen. Mach nochmal. Ich hab meinen auch nicht mehr gesehen. Ja, Gambo. Ich glaube, das ist so. Aber deinen hab ich gesehen, aber deiner ist halt einfach rübergeflogen bei mir. Na, Fabian. Der ist wirklich rübergeflogen. Ich hab's ja auf Aufnahme. Bin hinter. Ja, und Elina ihrer steckte vorhin. Das ist wegen der Distanz. Mach nochmal Logo. Das nicht richtig zu sein. Und der war jetzt rüber bei mir. Hä, bei mir? Ach, Digga, ich hab das ja alles nicht. Steckt der, Ben? Dachte auch. Nee. Bei mir ist der rübergeflogen. Also ich hab ihn zwar jetzt fliegen sehen, aber er ist trotzdem rübergeflogen. Ja, okay, dann sagen wir, Elina hat das Ding getroffen, dann buggt das anscheinend. Also weil die, die haben ja probiert. Ich hab auch getroffen, hatte ich geschossen. Dann leg ich dich jetzt wieder hin. Nee, eure Pfeile haben ja gesteckt, bei Lina war der Pfeil komplett weg. Und dann hast du ja gewonnen. Wenn es einfach weg war. Damit ist Gambo letzter, Fabi vorletzter und Logo und Elina haben gleich viele
Punkte. Das gibt ein Stechen. Das gibt. Boah, jetzt müssen wir hier wieder ein Stechen. PvP-Kampf. Nein, kein PvP. Hm? Hm? Ja. Die Lina ist halt gleich wieder one-hit weg, wirklich. Boah, so perfekt gerade getroffen. Okay, passt auf. Lass mich kochen. Okay, also. Ihr kriegt beide 48 Blöcke. Oh. Oha. Das wird ein Bridge-Festival. Nee, ihr kriegt 41. 41. Du kriegst Amethyst und so, du kriegst weißen Beton. Oh je, was müssen wir machen? So, ihr müsst euch jetzt hochbauen. Das heißt aber diesen hier. Oha. Also oh. Es muss immer diese Treppe sein. Es darf kein Fehler sein. Ihr habt erst gewonnen, wenn ja, quasi die Blöcke alle verbraucht habt und wenn kein, also es darf kein Fehler, dürft ihr es nicht so machen und dann einfach weiter. Das zählt dann nicht, auch wenn ihr fertig seid. Verstehe. Muss clean sein, fehlerlos. Sobald der Erste den Fehler macht, ist er raus, oder wie? Nee, er kann es halt korrigieren, wenn er schlecht genug ist. Okay. Okay, ready? Ready, Bombetti. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, da wurden wirklich 15 Mal sich verbaut. Die sind nervös, ey. Logert hier irgendwie ganz komische Taktik. Oh ne, der wird jetzt. Der wird jetzt ehrenlos. Er hat den sicheren Win weggeschmissen. Ja, ich musste das ja wegmachen. Ich muss ja korrigieren. Ich muss doch. Ja, er muss doch. Jetzt nicht so. Oh, gewonnen. Das Ding ist, Logert hat dich eigentlich komplett abgezogen, aber er hat einen Fehler gemacht. Ich hab das schon wieder. Stark, Elina. Damit hast du die ersten Benson-Minispiel-Olympiade gewonnen. Jetzt gibt's wieder die Kommentare. Warum gewinnt Elina immer? Weil Elina einfach irgendwie die Beste ist. Party Dritter. Gambo. Treppchen. Krieg ich noch ein Treppchen? Aber Gambo war irgendwie auch verbuggt. Kriegen wir ein Treppchen? Alex. Hallo. Hä? Ein Podestchen? Hallo. Ja. Ja, das war's, Leute. Danke fürs Mitmachen. Ja, okay. So, meine lieben Freunde, damit war's das dann auch mit den... Oh mein Gott, nein. Das wäre es wieder fast gewesen. Auf jeden Fall, das war es auf jeden Fall mit den Minispielen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Elina hat natürlich mal wieder gewonnen. Wie soll es auch anders sein? Es ist wirklich Wahnsinn, was Elina hier immer abreißt bei diesen Spielen anscheinend. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat, wie gesagt, das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.